Ist, oder? Ja, damit er nicht rumnervt, dann will ich. Gleich wipen wir. So machen. Und setz mal noch Phasengang, Ray. Mach schon einen Ready-Check. So, dann mach ich gleich 3, 2, 1, go. Zeigt, was ihr könnt, Eindringlinge! So, ist erstmal weg und da kommt die App. Weil ich sehe sie gar nicht, bis dann hin. Oh, jetzt. Ein Sith Revanita. Ein armer PC, ey. Wie viele Wolzungs? Ja, das meine ich ja. Du musst mit AOE-Heilung bist du echt supi. Ich verstehe echt nicht, warum das Imperium und die Reps sich vereint haben, um gegen Revan zu kämpfen. Ja, weil er den Imperator wiederholen will. Ja, aber er will doch den Imperator vernichten. Er will den zum Vernichten, weil er ist ja gerade vernichtet. Genau, und der Imperator will ja uns kaputt machen. Uns auch. Also, der Imperator ist ja nicht auf Seiten. Der Imperator ist ja nicht auf Seiten des Imperiums. Der ist ja auf seiner eigenen quasi nur. So, und das steht aber immer noch in Älterung, das ist ja ganz selten, dass jemand noch wegklatscht. Und die wissen halt alle zusammen, dass Reva das nicht schaffen kann. Sagen sie mir auch, dass er das nicht schaffen kann, den alleine zu besiegen. Und auch mit ihrer Hilfe. Ja, dann müsste man sich doch eher mit Revan verbinden. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, das Problem ist, dass Revan den Imperator zurückholen will. Um ihn dann zu vernichten. Und das wollen sie verhindern, weil sie ihn gar nicht zurückhaben wollen. Was allerdings so Revan geschafft hat, dass er wieder da ist. Dann haben wir die Katze. Reven hat es gesehen. Reven hat es ja geschafft, dass er wieder da ist. Und das wollten die gar nicht, weil sie das lieber haben. Nee, der Imperator ist weg. Ist besser. Der Imperator hat sozusagen Reva nur genutzt, um wiederzukommen. Kann man vielleicht so sagen, weiß ich nicht. Au. Ja, bisschen halt. Ist aber echt. Wenn du die blaue Void hättest, die haben wir getroffen. Fuck, weiß ich, was die alle können. Ich weiß das echt nicht. Um ehrlich zu sein, was die alle können. Ja, der macht Void. Wie so eine AOE-Klasse spielen, Powertech oder so. Das kriegt die mit Flamme reinhauen hier. Fehlt noch einer? Komm mal, die ganze Zeit Ed. War das jetzt schon der Bossfight? Das ist der Bossfight. Das ist der Bossfight. Schon klar, ich hab gedacht, der wäre schon zu Ende. Nein. Bis alle drei tot sind, die da oben stehen, das sind ja die drei Commander. Bis alle tot sind, kämpfen wir hier. Weißt du? Du kannst die Ads stunnen, du kannst welche ausgeben. Wahrscheinlich sind die Hardsetter irgendwie stun-immun. Das ist zum Beispiel bei Korrumpierern oder auch so ein Item, dass sie stun-immun sind. Das ist also dieses Midi-freundliche, oder? Bei dem Schild musst du drinstehen, weil sonst reflektiert er, ne? Ja. Auch Heilung? Heilung reflektieren. Ja, klar. Ja. Also, das Netz auf der Seite. Hey, ich war immer so blöd, dass ich sie stellen musste. Sorry, das war gezwungen. Das heißt, auch der Hemd liebt hier wieder was. Lacht nur, ihr Unwissenden. Ja, tun wir. Den Boden mit eurem Blut tränken! Nee? Nein. Wir kommen immer zwischendurch so random irgendeiner und am Ende kommen sie, glaube ich, alle runter und dann können wir einfach einen weghauen. War hier auch erst einmal. Das ist ein Thema für dieses Scheiße hier. Ich weiß nicht, ob das gab. Lass Ray eigentlich ein bisschen tanken. Ich glaube, Ray hat Diago. Ja, guck mal, er steht da hinten alleine mit dem Typen. Ah, nee, ich hab ja. Ach doch. Irgendwie die Deepers-Runde zu machen, ist auch irgendwie sinnlos. Kaum ist eine Runde, schon ist er wieder drauf. Naja, bisher auf jeden Fall. Oh, Rüstung reduziert oder so. Glaubst du, der Boss hier bei dem Hardset wird richtig scheiße sein? Da musst du irgendwas beachten, was richtig schlimm ist. Hardset sind wahrscheinlich alle Bosse schlimm. Irgendeiner wird dann irgendeinen Cast kriegen, der dich One-Hit umhaut oder so. Malafa kennst du ja schon. Nightmare sind die vor allem schlimm und sowas, finde ich. Macht euch auf was gefasst! Ich glaube, ich habe der Unterschleicher hat sie auch so krass rumbackt. Kannst du vorstellen? Meinst du, wir haben gerade den Unterschleicher in HC gemacht?
Ich denke, wahrscheinlich ist er genau gleich. haben die nicht gesagt, dass sie den Schaden bisher runtergenommen haben? Ja, Nolak Crew hat den Kommt doch alle drei, oder? Wenn, da kommen alle drei. Haben sie nicht gesagt, Nolak Crew hat aber auch nichts zu tun. Nee. Haben sie nicht gesagt, dass der Schaden bei dem reduziert wurde? Oder war das denn bei den Walkern? Weil da fand ich es Walker. Achso, weil bei den Walkern fand ich es zu merken, beim Unterschleichern nicht. Wenn sie das gemacht haben. Ich gehe schon aus der Gruppe raus. Ich glaube, das hier wird zum Beispiel im Part 2 ganz übel erledigen. Das ist tödlich wahrscheinlich. Ja. Und wenn Level 70 lachen wir da auch. Das ist immer derjenige, der die Akku hat, Ewe. Wenn wir dann Level 70 sind, lachen wir darüber. Mal ist er also runtergekommen, ist auf mich gegangen und da hatte ich dann sonst noch das Gefühl. Ich hab mir einen Truck von oben ganz cool rein da. Jetzt kommen alle. Okay, mit dem Schild zuerst. Dano. Geht irgendwie so eine Marke. Ero, geh mal raus da. Nein, zu spät. Merke ich auch. Ich glaube, ich hab's von alles was. Das ist sehr gut möglich. Ich kann jetzt nicht von allem Agro halten. Der Schild ist gleich kaputt. Gott. Hat Kruse, wenn ich jetzt hart drauf zum Erfolg abgeschlossen, Anführer. Sehr schön, wenn ich das hören. Heißt das jetzt, ich bin jetzt Anführer? Der OP bestimmt. Also da steht noch irgendwo, steht noch einer. Ja, der schießt auf mich. Schießt mal auf mich. Wirklich scheißegal, in welcher Reihenfolge man nehme. Ja. Der Caruso. Kadoruso. Na komm, hau ihn um, dann ist der Bus fällt vorbei. Aber von dem verliere ich auch immer wieder Arthur, da kann ich nicht aus dem machen. Ein ehrenvoller Tod. Die erste Feder sieht bei einem Boss, dass ich den Arten aufweichen kann. Vor allem lootet. So. Hier, wir haben jetzt nochmal irgendwas mit Stärke, Crit und irgendwas hier, was Dira vielleicht gebrauchen könnte. Hier sind auch die schlechten Crit.